habe viel länger gegähnt als du. Aber ich gehe doch noch. Stimmt, du hast gewonnen. Na dann, alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Was ist denn? Gehen wir wieder? Nee, hör mal auf zu gehen, denn da ist ein Geräusch. Was ist denn das? Das ist ein Walfisch. Ach, das stimmt aber nicht. Stimmt, das stimmt auch nicht. Es ist nämlich nicht der Wal, der das Geräusch macht, sondern der Bäcker. Ein Bäcker? Was macht denn ein Bäcker mit einem Wal? Na, ist doch klar. Er backt für den Wal einen Kuchen. Weil der Wal hat nämlich Geburtstag. Aha, aber das Geräusch hört sich nicht so an wie ein Teig oder Kuchenbacken. Doch, es ist ein Blätterteig. Und Blätter machen genauso ein Geräusch. Lecker, so eine Wahlblätterteig-Geburtstagstorte. Ja, davon hätte ich gern ein Stück. Ich auch. Los, komm! Nein! Yeah. Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Es kommt von hier. Ich glaube, hier sind wir richtig. Woher weißt du das? Riech doch mal, wie es hier duftet. Nach leckerem Kuchen. Und Torte. Jetzt müssen wir nur noch den Wal finden. Na, ihr beiden, was kann ich für euch tun? Hallo Mann, kannst du uns sagen, wo der Wal ist? Der Wal? Nee, aber ich habe Zitronenrollen, Apfeltaschen, Muffins und Rosinenschnecken. Nee, hier muss irgendwo ein Wal sein. Nee, also hier bin nur ich. Ach so, und die Frau da hinten mit der Zeitung. Oh, vielleicht steht dir über den Wal was in der Zeitung. Hallo Frau, dürfen wir mal in deine Zeitung gucken? Hallo Erdmännchen. Ja, bitte. Das ist ja das Geräusch. Dann essen Wale also Blätterteigtorte aus Zeitungsblättern? Das glaube ich aber nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Das hier ist nur eine Zeitung. Und Wal habe ich auch nicht gesehen. Das habe ich mir gleich gedacht. Kein Blätterteig. Nee, ein Zeitungsteig. Ey, Quatsch. Zeitungsblätter. Hier, ich kann euch ja zum Beispiel mal was vorlesen. Die Inflation beträgt in diesem Jahr um 5% mehr als im Vorjahr, wie die progressive Meinungsumfrage des europäischen... Na dann, gute Nacht. Ach, die Frau war wirklich nett. Schenkt uns noch ein Stück von der Zeitung, damit wir hier auch schneller einschlafen können. Achtung. Toll. Ob man wirklich eine Torte für einen Wal backen kann? Ach, die wird doch ganz glibrig, wenn man sie ins Wasser zu dem Wal legt. Und schmeckt das dann überhaupt noch? Was meinst du, Jan? Jan, schläft ja wirklich schon. Dann muss ich ihn wohl morgen fragen.